is coming. Are you ready? The Lord is coming. Are you ready? Would your heart be right if he came tonight? The Lord is coming. Are you ready? Schlagzeug, Tanz und Lärm. Lasst aber alles ehrbar und ordentlich zugehen. Die Dinge, die du mir geschildert hast, hat mir der Herr als kurz vor Abschluss der Gnadenzeit stattfindend gezeigt. Alles mögliche Abstoßende wird vorgeführt werden. Es wird lautes Rufen zu hören sein, mit Schlagzeug, Musik und Tanz. Die Sinne vernünftiger Leute werden dadurch so verwirrt, dass man ihnen nicht zutrauen kann, richtige Entscheidungen zu treffen. Und all das wird als Wirken des Heiligen Geistes bezeichnet. Der Heilige Geist zeigt sich niemals auf solche Weise, nie in solch einem Tollhaus von Lärm. Das ist eine Erfindung Satans, um seine verschlagenen Tricks zu verstecken, um die reine, aufrichtige, veredelnde, erhöhende, heiligende Wahrheit für diese Zeit wirkungslos zu machen. Ein irrsinniger Lärm schockiert die Sinne und stirbt alles, was bei richtiger Anwendung ein Segen sein könnte. Die Kräfte satanischer Werkzeuge mischen sich in das lärmige Spektakel und feiern ihren Karneval. Und das wird dann Wirken des Heiligen Geistes genannt. Teilnehmer an diesen angeblichen Erweckungsveranstaltungen bekommen Eindrücke, die sie führerlos Wind und Wellen überlassen. Solche Leute können nicht mehr wiedergeben, was sie zuvor über biblische Prinzipien wussten. Diese Art Gottesdienst sollte auf keinen Fall gefördert werden. Genau dieser Einfluss schließt sich nach 1844 ein, als der Zeitpunkt der erwarteten Wiederkunft Christi verstrichen war. Dieselbe Art von Darstellungen wurde geboten. Die Menschen gerieten außer sich und wurden von einer Kraft angetrieben, von der man dachte, es sei Gottes Macht. Männer und Frauen, die angeblich unter der Leitung des Heiligen Geistes standen, trafen sich nackt zu Versammlungen. Sie sprachen über heiliges Fleisch. Sie sagten, sie wären über die Macht der Versuchung erhaben. Sie sangen, riefen laut und machten allen möglichen Krach. Satan gestaltete das Werk und Sinnlichkeit war das Ergebnis. Die Sache Gottes wurde entehrt. Die Wahrheit, die heilige Wahrheit, wurde mit Hilfe von Menschen in den Staub getreten. Ich bin dagegen aufgetreten und habe erklärt, dass diese fanatischen Bewegungen, dieses Getöse und dieser Lärm vom Geist Satans inspiriert sein, der ja Wunder wirkt, um, wenn möglich, auch die Auserwählten zu verführen. Wir müssen auf der Hut sein und eine enge Verbindung mit Christus pflegen, damit wir nicht auf Satans Tricks hereinfallen. Der Herr wünschte in seinem Gottesdienst Ordnung und Erziehung und nicht etwa Erregung und Verwirrung. The Lord.